Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico 6 hier bei Heisenberg zockt. So, ja, Vollspiel. Vollspiel ist gut, also nicht mal die Beta, das meine ich, ein Vollspiel. Das fertige Spiel liegt vor uns und ich würde sagen, wir machen jetzt mal fröhlich weiter. Wir bauen gerade noch Transporthäfen da hinten, dann die Krone Handelsroute. Das ist ein bisschen seltsam, weil hier, ich sehe hier tatsächlich nirgends von wegen, ob das Import oder Export ist. Wir sind aber eigentlich dran. Das ist jetzt auch neu. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Hier sieht man es. Die Krone. Export für die Krone. Vielleicht wollen sie Import. Wir werden es merken, wenn das hier unten in 3 Wochen immer noch dasteht. Aber vielleicht geht es ja dann weg, wenn hier mal ein bisschen gehandelt wurde. Gut. Frachter 3000 haben wir bekommen. Ich würde ganz gerne mal gucken, was wir hier alles an tollen Sachen haben. Und zwar, jetzt muss ich schnell schauen, wo war das denn? Dass man eben sieht, Insel, Vieh, nein. Ja, da haben wir es doch, die Ressourcen. Aha, Kohle, Kohle. Also müsste Kohle sein. Jawohl, ist es auch. Dann würde ich sagen, wir fangen hier mal mit der Kohleproduktion an. Auf den anderen Inseln, ja. Hier hinten, da sieht man, da haben wir Gold. Das werden wir dann auch relativ schnell machen, sobald der Hafen hier steht. Aber dann machen wir jetzt zuerst mal hier ein bisschen was in Sachen Kohle. Das gibt nämlich schön Geld. Industrie? Nein, falsch. Auch falsch? Nee, richtig. Bergwerk. Zack, einmal hier hin. Irgendwie, vielleicht ausgerichtet nach hier vorne. Moment, ich sehe nichts. So rum. Okay, zack. Und gerne das Ganze da oben auch nochmal. Oh, Fischerei haben wir auch noch nicht. Müssen wir natürlich auch noch in Angriff nehmen. So, passt. Ein Sträßchen dazu, damit die auch hier hinkommen, die Leute. Aha, funktioniert nicht so toll. Machen wir mal so. Und dann irgendwo hier rein. Gehen wir da rein. Passt doch. Dann machen wir hier, klappt mal noch eine Direktverbindung hier runter. So, das passt auch. Und jetzt würde ich, weil wir gerade dran sind, tatsächlich, weil ich es gesehen habe, Holzfällerlager haben wir, aber Fischerei haben wir keine. Wo haben wir denn die Fischchen? Hier unten. Okay, dann gibt das hier einen schönen Dingens. Und natürlich auch hier wieder einmal eine Straße dazu. So, irgendwie, sagen wir mal so. Dann so. Möck. Dann hier rauf. Ich höre die ganze Zeit Möck. Oh, da bräuchten wir aber, glaube ich, die erste Brücke. Funktioniert das denn mit Brücken? Ich gucke mal schnell. Wenn wir mal irgendwie, sagen wir, hier rüber gehen. Geht nicht. Das muss man anders bauen. Wo war das denn gleich nochmal? Ich glaube, die Brücken sind in dem Zeitalter noch gar nicht freigeschaltet. Kann das sein? Wo haben wir die denn? Da ist nichts zu finden, hier auch nicht. Naja gut, müsste ja schon bei den Straßen sein eigentlich. Umspannen, Tunnel. Ne, die Tunnel sind erst dann später freigeschaltet. Dann müsste man hier doch eine Brücke eigentlich lang kriegen. Ich guck mal, wie es hier aussieht. Ja, hier geht's. Dann machen wir sie hier hin. So, lag nur daran, dass ich im Prinzip am falschen Ort war. Zur falschen Zeit. Nein, das nicht, aber... Ja, man muss ja dort bauen, wo es geht. So, das funktioniert schon mal. Jetzt ist das wieder relativ weit weg. Das heißt, ja, vielleicht hier sogar eine Brücke machen, dass die Fische, wenn wir sie exportieren, ein bisschen schneller hier hinkommen. Wäre ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Lasse ich aber mal, weil das kostet Geld. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht allzu viel Geld ausgeben. Aber wo wir doch gerade dabei sind, da bauen wir doch noch ein paar Häuschen. Weil, ja, das Geld, das wollen wir dann eben doch ausgeben. Passt hier eigentlich relativ gut hin. Machen wir hier mal nochmal 2 so Dinger. Und dann wird das hier relativ dicht besiedelt. Eine Kirche haben wir ja schon. Wir haben Tavernen. Das passt alles. Hier haben wir eine Farm für Rinder. Das heißt, die Nahrung hier drin, das müsste eigentlich funktionieren. Wir müssen den Export noch ein bisschen ankurbeln. Man sieht schon, das Bauen, das flutscht auch nicht so massiv. Also es dauert halt ein Momentchen. Ich könnte natürlich hier mal die Geschwindigkeit leicht erhöhen. Ah, die sind aber schon bereit hier. Schaut mal, wie cool das aussieht. Das ist schon diese einzelnen Industrien, wie die halt gemacht sind. Die Optik von denen. Das ist schon sensationell. Da kommt sogar tatsächlich der Baumstamm raus, wird gesägt. Die Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Noch eine Kapelle? Ihr wollt echt noch eine Kapelle? Noch eine Kapelle? Ihr habt doch schon eine. Wir nehmen es trotzdem an, weil es eben Belohnungen gibt. Aber ich bin hier stehen geblieben. Wie schön das gemacht ist. Guck mal. Der Baumstamm fällt tatsächlich auseinander, weil er hier durch die Säge durchläuft. Ach, wie cool. Mir gefallen solche Sachen. Wenn halt alles wirklich so detailgetreu gemacht ist, so verliebt in Details, einfach liebevoll gemacht. Da stehen noch Bierflaschen etc.
Ja, einfach nur schön. Cool, hier fühle ich mich wohl. Gut, wir düsen mal raus. Sie möchten tatsächlich noch... Oh, was denn, Penultimo? Ein grausames, salziges See. Sie brennt in den Lungen des jungen Penultimo. Das Gefühl ist ja, recht. Ja, okay, das brechen wir ab. Ich bin unheimlich froh, wieder auf einer Insel mit Backsteingebäuden... Kokosernte. Ja, sorry, wenn ich das jetzt alles abbreche, aber eben, das hatten wir schon in der Beta. Das müssen wir ja beim besten Willen nicht nochmal hören. Aber wir brauchen Kokosdingens. So viel habe ich hier gelesen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kokosnussernter? Transporthafen mit Verbesserung Matrosen. Okay, Transporthafen, der hat noch keine Straße, die kriegt er. Aber dann machen wir doch zuerst mal hier die Kollegen. Kokosdingens hin. Sagen wir mal, hier ein bisschen gedreht in die Richtung. So, machen wir mal ein so ein Teil. Da kann man natürlich auch mehrere gebrauchen, ganz klar. Aber jetzt müssen wieder Leute auf die Insel, um zu arbeiten. Das heißt, das dauert alles wieder ein Momentchen. Okay, was wollten wir hier? Matrosen. Da, Matrosen. Fügt 6 offene Stellen hinzu. Genau, das haben wir ja auch noch. Dann haben wir das hier aber bereits erledigt, wenn der hier steht. Jetzt mache ich hier mal noch ein Häuschen hin, damit sie vielleicht doch hier wohnen können. Vielleicht beim Hafen unten. Okay, weil sonst müssen sie ja wieder in den Blechhütten wohnen. Da haben sie gleich nochmal was hingebaut. Da, von wegen Blechhütten. Sag mal. Sie schlagen sich großartig, Gouverneur. Oh, übrigens, Sie haben nicht zufällig wertvolle Metalle auf Ihren Reisen gesehen? Kein doch, Gold? Doch. Nein? Doch, doch, doch. Haben wir gesehen. Mandatszeit verlängern. Ja, das ist immer wichtig, dass man das regelmäßig macht oder machen kann. Wir müssen reden. Aber nicht zu laut. Ja, okay, Sophia. Und nicht zu leise, sonst können wir einander nicht hören und müssen uns wiederholen. Ja, Sophia, machen wir. Bergwerk besitzen Gold. Haben wir auf der anderen Insel. Piratenbucht, ah, die wollen alles Mögliche jetzt schon haben. Das kostet alles Geld, aber in Ordnung. Kokosnussernter. Das ist schon das hier hinten. Eben, das ist ein Bau. Nennt sich das Kokosnussernter? Es nennt sich so. Was wir jetzt natürlich noch machen können bei der Hauptinsel, das wäre, dass wir hier die Stellen mal auch noch ausbauen hier. Habe ich ganz vergessen. Zweite Schicht. Ah, geht nicht. Das geht erst bei Weltkriege. Schade. Wie sieht es im Baubüro aus? Hier geht's. Mehr Hände. Machen wir mal, dann wird schneller gebaut. Das wäre durchaus in unserem Interesse. Das können wir hier noch. Motorsäge können wir noch nicht. Aber hier effizientes Entrinden. Hastiges. Erhöht den Verbrauch von Baumstämmen. Die Effizienz steigt um 30%. Das stelle ich mal ein, ganz einfach, um zu testen, wie das funktioniert. Weil wir haben... Haben wir noch ein Holzfällerlager? Echt jetzt? Ich dachte, wir hätten hier oben auch noch... Nee, da haben wir ein zweites. Wir haben doch sicher 3 hingestellt. Da hinten ist noch eins. Okay, dann müsste es eigentlich funktionieren. Nee, das ist eine Baracke. Ich dachte, wir hätten 3 Holzfällerlager. Habe ich mal wieder gedacht und dann war es eben doch nicht so. Ja, da müssen wir nochmal eins hinstellen. Weil wir brauchen schon 3. Wenn hier hastig entrindet wird, dann haben wir gar keine Chance. Mit nur 2 so teilen. Ja, vielleicht sogar hier dazwischen. Hier vorne wird es gehen. Machen wir dich doch hier hin. Ja. Ne, wir machen dich hier hin. Da haben wir schön grün. So, gleich eine Straße dazu. Hier raus und da rein. Das klappt schon mal perfekt. Gebaut. Gut, dann haben wir da auch einen Anschluss. Hier haben wir den Zucker. Hier haben wir noch die Rumdestillerie. Da könnte man auch noch schnell gucken. Einheimische Vermarktung. Ne, wir exportieren das ja. Verbesserung. Dunderdestillierapparat. 5000. Wir haben 32. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Verringert den Zuckerverbrauch. Brauchen wir nicht. Wir stellen genug Zucker her. Würde ich jetzt mal grob behaupten. Gut, ansonsten müssen wir jetzt halt tatsächlich gucken, dass wir hier die ganzen Sachen noch ein bisschen anleiern können. Also primär wäre mir wichtig, dass wir noch mal ein bisschen was exportieren können. Wir können hier ja mal schauen schnell. Moment, das war hier. Eine neue Handelsroute kaufen. Was kostet uns das? 2,5. Okay, das investieren wir, weil wir können nur so Geld verdienen. Was werden wir denn jetzt hier noch exportieren? Aktive Angebote verfügbar. Moment, Waren und Preise. Sehr schön, das ist glaube ich auch neu. Wir werden mal, das ist alles Import. Da, Fleischexport. Das können wir eigentlich machen. Auch mit die Krone. Ich mache das mal. Vertrag unterschreiben. Dankeschön. Dann haben wir alle 3
Möglichkeiten ausgeschöpft. Und Fleisch kriegen wir ja hier von den Rinderfarmen. Steht hier irgendwo, dass man hier Fleisch kriegt? Jawohl. Vielleicht nochmal ein paar so Teile bauen. Nicht gerade massenhaft, aber ein, zwei. Nahrung. Okay, das müsste hier sein. Genau, die Farm. Jawohl. Und dann haben wir hier die Rinder, Fleisch, Schafe, Wolle. Krokodil gibt Leder, Schwein gibt auch Fleisch. Rinder gibt halt noch... Die Rinder geben noch Felle dazu. Aber wir machen mal noch eine Schweinefarm. Oh, die möchten hier keine Schweinchen haben. Warum das denn? Vielleicht hier oben? Nee, das sieht... Das sieht so aus, als möchte man hier tatsächlich ihren Schweinchen haben. Hier hinten würden sie welche haben wollen. Aber hier ist das Goldding. Das werde ich dann auch gleich mal noch gucken. Na gut, dann machen wir noch mal Rinder. Ganz einfach, weil es einfacher ist natürlich. Wenn man tatsächlich überall eine grüne Fläche hat. So, nochmal zwei von denen. Und dann ist gut. Hier, die Teile sind gerade im Bau. Oh, da wurde gerade was fertig. Sehr gut. Und jetzt aber hier hinten eben. Warum nicht hier die Goldminen schon mal hinstellen? Das wäre dann folgendermaßen. Hier, Gold. Wenn man hier klickt, sieht man dreimal Gold. Ich würde sagen, eine machen wir mal. Weil die kosten natürlich auch alle Geld. Wenn wir hier oben kein Geld mehr haben, sieht es duster aus. Also deswegen müssen wir tatsächlich ein bisschen vorsichtig agieren. Mal da rein. Und dann hat nämlich auch der Transporthafen einen Anschluss. Dann passt das auch schon. Gut, müsste aber noch bauen. Und dann kriegen wir hier Gold. Und das wird sich natürlich darauf auswirken, dass wir hier auch ordentlich Geld verdienen, nehme ich an. Da, jetzt hat es eh schon ordentlich geschnackelt. Hier hinten... Ne, das ist die falsche Insel. Wo hatten wir denn jetzt gleich nochmal hier unten? Den Kokosernter. Ach, die sind noch am Arbeiten, sehe ich das richtig? Kokosnussernter im Bau. Da ist aber ein Bauarbeiter da. Da kommt nochmal ein Schiffchen. Ja, dann macht man. Später ist es doch so, dass man irgendwie Goldschmuggel macht mit... ja, irgendwie mit den Kokosnussernten. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja gut, das werden wir dann sehen. Bergwerk besitzen. Das war hier von ihr, genau. Und die Piratenbucht. Was kostet die Piratenbucht? Die dürfte wahrscheinlich ordentlich was kosten. Wo haben wir die denn? Nicht bei Tourismus? Hier auch nicht. Unterhaltung? Nein, nein, nein. Industrie? Nein. Nahrung? Nein. Verkehr? Wo haben sie denn die Piratenbucht versteckt? Hier unten? Das müsste man dann ja erst freischalten. Ach hier, Moment. Piratenbucht. Kostet 4000. Die kann man entsenden und dann bringen die tatsächlich auch... Waren, die man dann wieder verkaufen kann oder gebrauchen kann. Ja, würde ich glatt machen, weil sie auch nicht ganz so teuer ist, wie ich jetzt zuerst gedacht habe. Vielleicht hier hinten bei den Fischchen. Dann haben wir hier noch was weiteres, was hier steht. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Gleich neben dem Fischereihafen oder vielleicht ein bisschen weiter hier vorne. Machen wir dich mal hier hin. Jetzt werden wir aber ein bisschen uns zurückhalten müssen, was den Bau angeht. Nur noch das Nötigste, weil es ganz einfach zu teuer wird sonst. Ja, da rein. Ja, Moment. Machen wir in kleinen Schritten, dann soll es auch funktionieren. Denkst du? Warum komme ich denn da jetzt nicht so schön rein? Da ist irgendwie ein Fels im Weg. Irgendwas ist da im Weg. Da komme ich gar nicht rein. Moment. Hier runter, hier rauf. Geht auch nicht. Was ist das denn für eine zickige Straße? Das geht. Ich möchte aber da rein. Moment, Bagger. Oh Gott, wo war hier der Bagger? Bau. Da, abreißen. Zack, ich drücke immer B instinktiv. Das ist aber ein anderes Spiel. So. Ich komme da nicht rein. Okay, komme ich hier raus? Nee, aber hier komme ich raus. Zack, ist ein bisschen fummelig, aber es funktioniert. So, jetzt haben wir es. Gut, Anschluss gemacht. Dann müsst ihr da einfach noch bauen. Wir haben natürlich noch ein Baubüro. Das lassen wir aber auch mal für den Moment, würde ich vorschlagen. Dass wir dabei bleiben. Wird hier schon gearbeitet? Jawohl. Sehr gut. Dann kriegen wir hier Kohle raus. Ich frage mich, ob wir hier nicht tatsächlich nochmal eine Route kaufen. Die kostet 5. Ja, kaufen wir, weil damit verdienen wir unser Geld. Und dann werden wir mal gucken, exportieren Rum. Das machen wir eigentlich schon. Oder Zucker. Wir könnten mal noch Zucker, würde ich sagen. Da verändert sich der Preis hier unten. Okay, ja, aber wahrscheinlich im gleichen Verhältnis. Also ich glaube nicht, dass man mehr kriegt, wenn man mehr verkauft. Wahrscheinlich nicht. Ja, bei Vertragsunterzeichnung plus 10, plus 5. Warum ist das denn noch nicht weg? Da müssen wir tatsächlich importieren. Wisst ihr was? Wir importieren mal etwas von der Krone. Weil, ja, dann kriegen wir das hier weg, nehme ich an.
Steht denn das irgendwo? Ich habe ja geguckt, ich habe es nicht gesehen. Also falls ihr irgendwo gesehen habt, dass hier in irgendeiner Form steht, dass wir importieren sollen von der Krone, dann gerne in die Kommentare damit. Da muss ich mir das nochmal ansehen. Was importieren wir denn? Das haben wir eigentlich alles. Irgendwas, was nicht allzu teuer ist. Vielleicht ein paar Käffchen. Das kann nicht schaden, wenn man die hat. Okay, kostet uns natürlich Geld, aber dann haben wir das wenigstens gemacht. Jawohl, möchten wir. Sehr gut, jetzt sollte das hier dann irgendwann weggehen. Und sobald sie dann hier hinten vielleicht den Ernter dann mal noch hingekriegt Gouverneur, haben. Aha. Ich habe meine ehemaligen Kokosnussfreunde erfolgreich gemolken, so gut es ging. Und ich... Warum okay, verschwenden wir da keine Belohnung? Hier? Ich sehe nur Kokosnüsse. Und ich hasse Kokosnüsse. Ja. Abscheuliche, pelzige, gluckernde Dinger. Es zwingt dich keiner, die zu essen, Lord Roger Windham. Okay. Die Berater der Krone haben eine Bestandsliste mit den Ressourcen ihrer Insel zusammengestellt. Dieses auf. Nehmen wir an, weil das haben wir schon. Wohl etwas mit all diesem Überschüssigen haben wir auch schon? Anfangen, meinen Sie nicht? Vielleicht verbrennen. Jeder mag ein Lagerfeuer. Jawohl, aber guck mal, da haben wir tatsächlich weise gehandelt. Indem wir das gebaut haben, haben wir das nämlich bereits erreicht. Belohnungen? 6000 oder Mandatszeit. Oh, sehr cool. Okay, nehmen wir natürlich an. Das müsste dann. Ach, exportieren müssen wir noch. Okay, das Sägewerk haben wir. Jetzt müssen wir die Planken exportieren. Da brauchen wir, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Handelsroute. Können wir uns die leisten? 10.000. Bei 27.000 ist mir zu teuer. Wir werden hier was abbrechen. Fleisch, Rum, Zucker. Ich würde Fleisch mal abbrechen. Auflösen. Jawohl. Okay. Und dann werden wir hier bei der verfügbaren mal gucken. Was müssen wir genau? Planken wohin? Planken exportieren. Wer ist das hier? Ein Lord Roger Windham. Optionaler Auftrag. Holz vor der Hütte. Wie finde ich denn raus, an wen ich die exportieren muss? Die Krone bezahlt mich nicht dafür, Wörter zu kennen. Okay, an die Krone exportieren. Machen wir. Planken, Planken, Planken. Die werden dann bei P. Das ist aber Import. Ich brauche den Export. Wie kriege ich denn hier den Export hin? Planken exportieren. Haben wir gar keine Möglichkeit, Planken zu exportieren? Das ist Import hier. Das bringt uns gar nichts. Rohstoffe, sind das Planken? Ne, eine Planke ist natürlich schon weiterverarbeitet. Okay, ist auch klar. Wir machen nochmal alle Handelsdingens. Waren. Baumstämme, Baumwolle. Wie soll ich denn jetzt etwas exportieren? Wenn wir das hier gar nicht drin haben. Also wenn wir gar keine Möglichkeit haben. Also wenn die Krone gar nicht Bescheid gibt, dass sie im Prinzip Nachfrage haben. Planken, das ist natürlich nicht die Krone, sondern das sind andere. Müssen wir da einfach warten? Ja, dann müssen wir tatsächlich ein bisschen Geduld haben. Weil wir können nur exportieren, was wir da angezeigt bekommen. Sort by Status, nach Handelspartner, nach Import-Export. Wir machen das mal so. Und da sehen wir, Export. Keine Planken. Okay, dann werden wir halt... Wir werden wieder Fleisch dazu nehmen. Okay, weil wir müssen das natürlich ja trotzdem stillen. Sonst ja, haben wir hier einen Platz, den wir nicht nutzen. Das wäre fatal. Wie viel Geld bringst du uns, Kollege? Das fand ich, wie gesagt, bei den, da habe ich in der Beta schon mal gesagt, bei den Vorgängern war es immer klasse, beim Hafen zu warten und zu gucken, wie das Geld reinkommt. Das hat immer ordentlich Spaß gemacht. Fährst du noch rein? Jawohl. Aha. Trade Route Lock, kommt da was? Jetzt nicht alles zusammen. 27.000, wir haben bekommen 5.000. Was ist das hier? Trade Route Lock, geklickt habe ich nicht. Import Café. Haben wir einen Haken, Bedingungen, Schmuggler, dauert 2 Monate, andere Modifikation, ach, die Piratenbucht steht wohl schon. Moment, nee, das ist was anderes, aber ich habe eigentlich gar nicht geklickt. Ne, die steht noch nicht, die Piratenbucht. Naja gut, können wir für den Moment mal lassen. Gold wird gebaut, die Mine, Planken exportieren, ach, machen wir automatisch. Okay, alles klar. Wir müssen nur das Sägewerk etc. haben und dann wird automatisch exportiert. Die Kapelle, die kostet und die Krone Handelsroute ist eigentlich in Arbeit. Haben wir das jetzt hier noch so? Von wegen?
Ne, jetzt haben wir hier wieder noch verfügbar. Wir wollten ja noch importieren. Das habe ich jetzt eigentlich wieder vergessen. Von der Krone importieren. Na, wo haben wir denn die Krone? Das ist alles Export. Warum können wir denn jetzt von der Krone nichts importieren? Nach Handelspartner sortieren. Man sieht schon, sie haben hier noch mal einiges geändert hier in der fertigen Version. Das ist alles Import, aber nicht von der Krone. Geht nicht. Okay, nach Import-Export nochmal sortieren. Geht nicht, können wir nicht machen. Schade. Aber gut, dann exportieren wir natürlich nochmal was. Weil Platz haben wir noch übrig. Kaffee haben wir nicht. Kakao haben wir nicht. Leder hätten wir. Durch die Schweinchen haben wir die... Ne, die haben wir nicht gebaut. Weil es hier nirgends grün war. Wir werden mal Gold exportieren. Ganz einfach deswegen. Weil wir hier hinten hoffentlich schnell zu Gold kommen sollten. Das steht sogar schon, das Teil. Können wir hier noch was machen? Profitprotokoll erhöht die Effizienz um 15, senkt die Arbeitsqualität um 10. Okay, das heißt, das kann man machen. Wenn man sieht, dass hier eh voll ist, dann könnte man hier das Ganze im Prinzip da hin ändern. Ja, jetzt ist die Frage, ob da noch welche kommen oder ob ich die jetzt verschreckt habe. Wir lassen es mal für den Moment. Und sonst müssen wir da das Budget erhöhen, dann arbeiten da auch Leute. Gut, hier hinten wird überall schön geschuftet. Da haben wir voll mit den Leuten. Hier auch. Hier auch, hier ist überall voll. Wir könnten ja mal nochmal schnell gucken. Nein, einmal nach. Arbeitslos 0. Na, das ist doch schon mal schön. Gesundheitsversorgung 24. Ich gucke jetzt mal noch ganz schnell, wie das aussieht. Mit der Kapelle. 1700. Gut, das können wir nochmal bezahlen. Eine Kapelle war es, glaube ich. Jawohl. Vielleicht sogar hier oben. Hier wohnen ja auch ein paar Leute. Dann können sie ja auch noch schön beten gehen. Zack. Bitte bauen. Dankeschön. Und ansonsten, sie haben Wohnungen. Wie viele Obdachlose haben wir denn? Wenn wir hier nochmal gucken, dann Almanach. 9. Ja, das ist okay. Aber da haben wir schon mal gesehen. Das Problem ist, die sind meistens dann ganz mittellos. Ne, die nicht. Die sind arm und gut situiert. Dann könnten wir nochmal was bauen. Weil die Mittellosen, die kriegt man ja auch nicht in die anderen Häuser rein, die man bauen kann hier. In die Baracken. Die müssen mindestens arm sein. Ein Landhaus ist sogar für gut situiert. Dann würde ich gerne mal noch so ein Teil hinstellen. So, damit der eine gut situierte, der keine Wohnung hat, eben auch noch ein bisschen irgendwo schön wohnen kann. Wo wäre es schön? Schon hier unten, denke ich. Wo der Rest auch wohnt. Hier daneben geht's nicht. Drehen wir dich mal noch. Und dann haben wir hier im Prinzip die beiden Häuschen nebeneinander. So, auf eine gute Nachbarschaft. Jetzt springt das schon wieder auf. Das heißt, Rum, Kaffee, Fleisch. Ach so, das geht automatisch auf. Ist hier eingestellt, wenn was abgeschlossen oder abgebrochen wurde. Das hier. Warum hat das hier so ein Dingens? Abbruchstrafe minus 5. Oh, da muss man noch aufpassen, wenn man das eben abbricht. Gut, wie viele haben wir jetzt offen? Wir haben wieder eine verfügbar. Wir exportieren mal. Ach, das haben wir jetzt abgeschlossen. Das war genau das mit der Krone. Gut, dann können wir jetzt nämlich wieder exportieren. Wir exportieren mal Baumstämme, würde ich sagen. Ne, das ist Import. Moment, schon eher hier oben gucken. Wir haben hier halt irgendwie nichts Schlaues, nichts, was wir wirklich anbauen. Wisst ihr was? Wir machen mal Kaffee. Unterschreiben den Vertrag. Den hier raus. Ich muss zugeben, ich bin froh. Mandatszeit wieder verlängern. Da haben wir jetzt 5 Jahre. Okay. Und dann machen wir nämlich hier Kaffee. Nahrung und Ressourcen. Nicht eine Farm. Falsch gedrückt. Zack. Sondern eine Plantage. Kaffee. Mal gucken, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben. Hier sieht schlecht aus, hier auch. Aber hier hinten, haben wir hier nicht einen Hafen? Hier haben wir einen Hafen hingestellt. Dann gibt es hier das eine oder andere Kaffee-Dingens. Wir bräuchten ein bisschen Platz. Ja, schwierig. Das sind immer nur so kleine Flecken hier. Seht ihr das? Außen ist schon wieder gelb. Da wächst dann wieder nicht mehr so gut alles, was wir hier anpflanzen. Haben wir nichts Besseres in Grün? Hier unten hätten wir noch was. Hier wäre es auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Es gibt mal hier so ein Teil. Einmal. Ich werde die Straßen gleich machen. Keine Angst. Kaffee. War das Kaffee? Moment.
Ja, okay. Nicht, dass ich plötzlich Kakao anbaue, wenn wir eben Kaffee brauchen. Käffchen. So, und dann machen wir doch hier noch das eine oder andere Teil hin. Einmal hier. Ja, dann müssen wir das so machen. Und einmal hier. Dann haben wir drei Stück. Dann können wir das nämlich dann auch exportieren, sobald das Ding steht. Jetzt bräuchtet ihr aber noch die Straße. Komme ich hier vielleicht lang? Jawohl. Dann bauen wir das gleich mal so. Da rein. Hier einmal hier rüber. Und dann mit dem ganzen Ding hier noch zum Hafen runter. Und dann haben wir irgendwo hier hinten noch so ein Teil. Genau. Hier auch noch Sträßchen. Und schon passt's. Dann könnt ihr das bauen. Und dann kommen wir hier an Kaffee ran. Die Kapelle ist im Bau. Ja, ist eigentlich alles mehr oder weniger im Bau. Dann würde ich sagen, wir machen auch mal ein Päuschen. Und gucken dann in der nächsten Folge weiter, wie es uns hier so ergeht. Bis jetzt sieht es doch eigentlich relativ kuschelig und gemütlich aus, das Ganze. Viva la Revolution. Oh. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Ja, Kapelle bauen haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir setzen nochmal auf die Bevölkerung, weil wir brauchen Leute, die hier arbeiten. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.